So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension von Dr. Eureka, das nächste Spiel von Roberto Fraga. Wer ist das? Vielleicht werden sich einige von euch an Captain Sona erinnern. Ein super cooles Partyspiel, Echtzeit, U-Boot-Crew gegen U-Boot-Crew und das war richtig gut. Und ja, jetzt hat er ein Spiel gemacht, wo man auf den ersten Blick denkt, okay, das ist vielleicht ein Kinderspiel. Wenn man sich das Material guckt, denkt man schon so, oh Gott. Also ich habe das vorgestern in der Runde gedacht, hier, wir könnten ja Captain Eureka mal spielen, einfach nur ausprobieren. Ist, oh, geh weg, nee, wollen wir nicht. Dann haben sie ihre Reagenzgläschen gesehen, ich habe es ausgepackt. Die Reagenzgläschen gezeigt, ich muss das sofort wieder einpacken, die wollten es einfach nicht spielen. Das fand ich ein bisschen schade, weil wir zwei, Stefan und ich, haben das jetzt gespielt und dachten auch, ja, wir probieren mal aus und hatten richtig viel Spaß. Und ich glaube, der Spaß kam auch größtenteils dadurch, dass ich so richtig schlecht bin und ich glaube, jetzt von 10 Punkten, die man holen kann, insgesamt eingeholt habe. Es wäre auf jeden Fall ein Spiel, vielleicht gab es das in irgendeiner Form auch schon mal für Schlag den Raab. Also echt ein kurzweiliges Spiel für 2 bis 4 Leute. Also auch, ne, steht Familie drauf, ist für Familien geeignet. Und ja, wir zeigen euch das einfach mal gleich direkt in Aktion. Die Regeln stehen auch eigentlich alle hinten auf der Schachtel drauf. Decke eine Aufgabenkarte auf, wo dann drauf zu sehen ist, wie diese Molekülkugeln in den Reagenzgläsern angeordnet sein müssen. Das machen wir dann durch Umschütten. Die dürfen nicht rausfallen, dann sind wir sofort raus. Wir dürfen aber auch sagen, wenn das irgendwie genau verkehrt rum angeordnet ist, dass wir schnell umdrehen, dann zählt es halt auf. Wir dürfen es nur nicht wieder zurückdrehen, weil dann wird eine Kugel rausfallen. Wir dürfen die nie eigentlich mit den Händen berühren. Und wer die Aufgabenkarte als erster erfüllt hat, bekommt die. Das klingt jetzt vielleicht erstmal total dröge. Ja, ich hoffe, wir machen das jetzt genauso spaßig und witzig, wie es eben der Fall war. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und decken direkt die erste Karte auf und sagen, auf die Plätze, fertig, los. Okay, das sieht relativ einfach aus. Eureka! Ach Mann. Ja. Yes. Okay, das war jetzt wirklich sehr einfach und nicht wirklich kompliziert, aber das ist meine zweite Karte, die ich überhaupt jemals in dem Spiel habe. Wir resetten jetzt nichts, wir lassen alles einfach so stehen, wie es ist. Und dann geht direkt die nächste Karte los. Oh Gott. Ah nee. Oh nee. Verdammt. Ah, den gewinnst du. Oh, oh. Eureka. Ich war weit davon entfernt, aber... Und jetzt sieht man nämlich auch, man darf auch umdrehen. Mhm. Und es muss bloß die Kombination hier passen. Ja, genau, passt. Ja, ja gut, da ich... Ja, Punkt für dich. Oh, nein, nein, es passt nicht. Passt schau nicht. Mal hier. Oh, was sagt die Regel in dem Fall? Kriegst du die Karte. Yeah, voll gut. Ah, 2-0, so haushoch habe ich noch nie geführt. Oh je, Mine, jetzt muss man richtig anstrengen. Ich glaube, jetzt werde ich dich ziemlich platt machen. Er hat schon gerade gesagt, also ich habe richtig keine Chance gehabt. Ich meine, müssen wir das filmen. Nee, wir üben erstmal. Und ich habe gesagt, wenn gleich die Kamera läuft, dann klappt das. Ich glaube, ich werde jetzt wahrscheinlich 5-2 verlieren. Aber gucken wir mal. Auf die Plätze, fertig und los. Okay. Das ist dumm. Eureka. Nein, nein, ich hab's auch fast. Jetzt müsst du aufpassen, ja. Jetzt passt das. Achso, ich bin dann noch ein bisschen... funktional eingeschränkt. Okay. Und los. Jetzt kommt es echt auf Geschwindigkeit an. Nein, nein, nein. Ah. Nee. Eureka. Ich auch. Oh, verdammte Axt. Oh Gott. Ich hatte es vor dir. Ich hab gemerkt, wie du ganz nah dran bist. Ja, ja. Das musst du ganz schnell machen. Oh. Also, hätte es auch mal hektisch werden können, eine Kugel rausfallen können. Okay, Fund steht 2-2, was habe ich gesagt? Und los. Oh Gott. Ich sehe das doch schon wieder. Ah. Eureka. Oh. Weil das 5 Fehler sind. Richtig, ja. Okay, Punkt für dich. 3-2. Ich hab's ja gesagt. Glücklicher Start, aber gut. Jetzt mache ich das. Oh Gott. 5 dürfen nicht. Das wird jetzt meine Runde. Eureka! Ach. Yes! Oh Mann!
Das war jetzt gerade nicht schon mal nicht auffasst fertig. Die hättest du da reinmachen müssen? Ja, nee. Da war es schon. Also, ja, nee, doch, schon mal ja, da umfüllen, das ist fertig. Ja? Also, das ist, das, ich weiß nicht, ob es so viel rüberkommt, aber wenn ihr sitzt und denkt, oh Gott, also man hat, kriegt da nicht, also kurz vor Herzflattern, ist schon echt. Also, es, ich glaube, es ist so spannend, als es aussieht. 3-3, was geht, also jetzt, gucken wir mal. Und plus. Oh Gott. Ulrika. Ich war aber auch ganz, ganz knapp davor. Puh. Ich schwitze. Mann. Gut, ich mache das jetzt. Das ist hoffentlich bestimmt einfach so, wie ich das jetzt hier habe. Und, oh Gott. Wag es nicht. Ulrika. Ja, ist sehr gut. Oh. Also ihr seht, das ist auch so ein Spiel, das kann man oder man kann es nicht. Ich hoffe, dass ich mit viel Üben besser werde, aber da muss, also das muss ja echt ein bisschen knurren. Ne? Was, wo, wie rein, wo raufschütten, wann, wie hin. Wir machen noch einen, komm. Auf okay. Geht's. Und los. Ulrika. Auch. Oh Mann. Ja, also das ist Dr. Ulrika. Also es ist viel witziger, als es auf den ersten Blick klingt. Also ich habe da richtig Spaß bei. Stefan auch, meine ich auch so. Er hätte gedacht, so oh, ein Spiel, das wir jetzt irgendwie mal spielen. Und, macht aber Benjamin das Spielbild. Aber richtig gut. So also kostet 20 Euro ungefähr. Und das ist für mich ein ganz guter Preis. Und dafür hat man echt viel Spaß. Es gibt halt genug Reagenzgläser, dass man es mit bis zu 4 Spielern spielen kann. Und wenn ihr eine große Familie seid und ihr euch dieses Spiel holt und findet es richtig gut und wollt das mit 6 oder 7 Kindern spielen, dann gebt ihr vielleicht nochmal 20 Euro aus und kauft das einfach zweimal. Weil prinzipiell kann man das mit 18, 12 beliebigen Spielern spielen. Man braucht eben nur die Reagenzgläser, deswegen, dass ich so ein Paket nochmal kaufen kann. Und dann kann man die Spielerzahl halt beliebig erhöhen. Und wie gesagt, hier sind relativ viele Aufgabenkarten bei und die hat man zwar irgendwann durch, aber das ist ja egal. Also man arbeitet ja immer mit einer anderen Ausgangskonstellation, weil die immer irgendwie anders verteilt sind und man kann das nicht kennen. Also selbst wenn es in 10 Partien 10 Mal die kommt, die kommt vielleicht immer in irgendeinen anderen, es ist vollkommen egal, weil man auch immer mit einer anderen Ausgangsvoraussetzung arbeitet und dann umfüllen muss und sich wieder neue Gedanken machen muss, was jetzt wie wo rein, ne, dass man das nicht resettet, finde ich richtig gut. Hätten sie gesagt, jedes Mal wieder neu resetten, hätte das A länger gedauert und B wäre es dann nicht so cool gewesen. So muss man dann schon noch ein bisschen mehr um die Ecke denken und sie sagt auch, dass man diesem okay, ich drehe das jetzt mal schnell um und dann habe ich hier die Konstellation erreicht. Das dauert auch so 2-3 Runden, bis man da einen Blick für hat, aber dann bekommt man das hin. Und ja, es ist ein super Partyspiel für Familien, auch ein super Spiel für Partys. Das könnt ihr auch gerne mal auf so einer Party, die ein bisschen dröge läuft, wo auch vielleicht nicht so viele Leute da sind und dann sagt ihr, hier, wir spielen mal eine Runde Dr. Ulrika und das macht echt Spaß, wenn man sich auch echt reinfummelt, weil man will das schaffen, man hat diesen Druck, komm, hier, jetzt und man merkt so, oh Gott, beim anderen, der hat da so zack, so zack, so coole Ideen und ich will auch und man weiß, ich schaff's nicht und dann vielleicht doch und vielleicht hat der andere so viel Druck, dass ihm vielleicht doch mal irgendwie eine Kugel rausrutscht, weil dann ist man gleich sofort raus und darf in der Runde nichts mehr machen und werden ja eben auch den Fall nennen. War es doch falsch, man hat zu früh Dr. Ulrika oder Ulrika gerufen, dann bekommt halt der andere Spieler die Karte. Ich meine, 3 Karten, ich habe mich krass verbessert. Ich glaube, würden wir jetzt noch 3-4 Partien spielen, dann würde Stefan keine Sonne mehr sehen. Ich würde wahrscheinlich zu 0 oder zu 1 regelmäßig fertig machen. Davon ist absolut auszugehen, natürlich. Und ja, das, also ich glaube, ich rede schon fast so viel, wie das ganze Spiel vorher gedauert hat. Daher, ich hoffe, ich habe euch überzeugt, wenn ihr irgendwie an dem Spiel interessiert wart und wenn ihr wissen wollt, wie das ist, vielleicht würdet ihr auch zu denen sagen, oh Gott, Geschicklichkeitsspiele, gar nichts für mich, aber ihr habt einfach gerne das Video geguckt. Aber wie gesagt, wenn ihr, also wie gesagt, zählt, heißt Familie, weil es ist jetzt nicht so, was man als Kennerspiel bezeichnen würde, aber ich sag mal, wir so als viele Spieler, die ja auch gerade ne, 2 Stunden Terraforming Mars gespielt haben und so, hatten da jetzt auch richtig Spaß dran. Ist auch nach so einem großen Spiel auf jeden Fall ein Ding, das bringt man gerne auf den Tisch, das ist halt wieder zum Runterkommen, bevor wir jetzt gleich wieder vielleicht noch was Größeres spielen. Und ja, also jetzt wisst ihr, wie es geht. Ich hoffe, dass es irgendwas für euch ist und danke für Aufmerksamkeit. Sage bis bald und tschüss.